Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Fiat lux, es werde Licht. Und auch im Johannesevangelium wird dieser Logos betont, die Macht des Wortes, der Information selbst, welche auch Max Planck als den wahren Kern aller Realität annimmt. Der Nobelpreisträger für Physik, übrigens Max Planck, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und hier stellt sich immer wieder die Frage, in der Schöpfung, wenn so etwas steht, was ist genau gemeint? Weil viele Christen gehen davon aus, damit ist gemeint, Gott sprach und schnippschnapp war es da. Es machte quasi Puff, Rauch erschien auf der Bühne und zack, es war einfach da. Jedoch sehe ich keinen Grund dafür. Weißt du, wenn ich versuche, wie viele andere vor mir, zum Beispiel auch René Descartes, der berühmte Mathematiker und Philosoph, oder auch ein Sir Isaac Newton und andere, die sich sowohl der Theologie als auch der Physik gewidmet haben, und ich versuche zu verstehen, wie kann ein Wesen funktionieren und arbeiten, dessen Intelligenz meine um das Vielfache übertreffen würde, was ich mir per se nicht vorstellen kann, dann kann ich aber bestimmte Dinge am Wirken erkennen. Also ich gehe davon aus, Gott hat das Universum erschaffen. Das ist die Annahme der Theologie. Und wir können davon ausgehen dann auch weiterhin, dass die Physik also ein Teil der Schöpfung Gottes war. Das müssen wir annehmen, weil es ist ja hier. Also wenn wir versuchen, Theologie und die Realität in Einklang zu bringen, müssen wir das annehmen. Dann müssen wir auch annehmen, dass die Naturgesetze geschaffen sind von Gott. Und jetzt gehen viele davon aus, ja, Gott in seiner Schöpfung verstößt er gegen die Naturgesetze. Und für mich ist das eine unsinnige Annahme. Weshalb sollte er die Naturgesetze auf eine Art und Weise erschaffen, dass er nachher gegen diese verstößt? Was soll das? Ist auch nicht, überhaupt nicht notwendig. Er hat ja den Rahmen gesetzt, anhand dessen all dies so geschieht. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch weiter ausführen muss. Er sagt, es soll geschehen, und für uns Menschen sind vielleicht die Zeitspannen sehr lange. Und für Gott wohl nicht. Für ein Wesen, welches wir annehmen, welches omnipotent ist und omniscient, welches alles weiß und alles kann, weshalb sollte dann diese Zeit für dieses Wesen überhaupt auch linear vonstatten gehen, wie für uns Menschen, die an die Physik und die vier Dimensionen gebunden sind, die wir überhaupt wahrnehmen können? Also denke ich, wenn die Zeit wir auch zum Beispiel über eine Raumdimension wahrnehmen könnten, dann wäre sie für uns plötzlich auch nicht mehr relevant. Ich kann die Dinge einfach ordnen im Raum, und möglicherweise ordnet Gott diese Dinge auch in der Zeit. Und dann bereits ist die Annahme dahin, dass es unbedingt plipp, plapp, plopp, puff machen muss und die Dinge sind entstanden, einfach so direkt. Die Bibel spezifiziert das eben auch nicht, sondern lässt es